Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 28. Januar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 947. Heute mit den folgenden Themen: DuckDuckGo, Huawei, iConnectU, EKG und Quartalsbericht. Ich hoffe, das passt einigermaßen mit dem Ton, denn ich spreche heute direkt in ein Android-Smartphone, genau gesagt ein Huawei P30 Pro. New Edition, glaube ich. Ja, DuckDuckGo. Die Suchmaschine hat es das erste Mal geschafft, in einem Tag oder innerhalb eines Tages 100 Millionen Suchanfragen zu bekommen. Das finde ich eine tolle Neuigkeit. Eine Suchmaschine, die ich auch immer wieder mal zwischendurch sehr gerne nutze und somit auch empfehlen kann, weil die sammeln nicht so viele Daten wie Google und Co. Bei Huawei habe ich schon gestartet mit einem Smartphone. Die produzieren jetzt in Frankreich keine Smartphones, aber bald soll es Hardware sein für Netzbetreiber, 4G, 5G. Und da ist jetzt endlich die Fabrik in Bau gegangen, welche 2023 eröffnet werden soll. Und ab dann wollen sie eben hier bei uns produzieren. Ich bin mal gespannt und hoffe doch für Huawei, dass dann auch der ein oder andere Provider vielleicht die Hardware wieder darüber bezieht. Weiter geht es mit iConnectU, die beliebte und auch von mir sehr gern genutzte Drittanbieter-App für Philips Hue-Systeme, ist die erste, welche den neuen DIMM-Schalter integriert hat. Wer das noch nicht ausprobiert hat, sollte sich das mal ein bisschen genauer anschauen. Dann habe ich noch weitere Wearable-Neuigkeiten aus dem Hause Samsung. Die Galaxy Watch Active 2 und die Galaxy Watch 3 hat jetzt die EKG-Funktion in der Schweiz bekommen. Oder wird bekommen, besser gesagt. Ab dem 4. Februar, das heißt ab nächster Woche, kommen 28 europäische Länder dazu, die jetzt eben auch auf die Funktion zugreifen können. Meine kommt morgen an, die 3er, und das werde ich natürlich dann gleich mal austesten. Weiter geht's mit Apple. Die haben heute Quartalszahlen bekannt gegeben, oder besser gesagt gestern Abend, und durften das erste Mal 100 Milliarden Grenze knacken. Unglaubliche Zahl, aber es geht nur noch aufwärts mit Apple. Irgendwie hat das kein Ende, was natürlich schön ist für Apple und für die Investoren. Und mal schauen, wo uns das Ganze noch hintreibt. Wo und wie das sich zusammenstellt, das könnt ihr nachlesen. Auf jeden Fall hat Apple auf allen geografischen Märkten zugelegt. Indien sogar verdoppelt. Also richtig tolle Zahlen, wenn man so denkt. Das war's zu den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen erfolgreichen und schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.